It's the Polly and the Mo. Open Game Night is the show. Konnichiwa. Sehr, sehr willkommen zurück zu Open Game Night. Ich bin der Mo. Ich bin der Polly. Ich habe keine Ahnung von der Steuerung. Wir sind bei Outlast 2. Bei Outlast 2 auf jeden Fall. Und das letzte Mal, als wir euch verlassen haben. Boah, was war das? Das war ein Stück Holz. Okay, das war ein Stück Holz. Das letzte Mal, als wir euch verlassen haben, waren wir auf einem Floß Wildwasser-Rafting. Glaube ich, ja. Ein bisschen Extremsportarten, bis wir unsere Frau wiederfinden. Ab und zu mal ein bisschen auch sich ablenken. Sentimental. Sentimental. Sind das tote Fische, die da liegen? Ich fass sie mal an. Ich glaube, du musst da hin. Sind das tote Fische? Das sind keine Fische. Das sind Menschen. Sind das tote Fische? Ich fass sie mal an. Ich habe die Folge letztens vom Outlast 1 gesehen, wo ich genau die Aktion brachte. Was zur Hölle? Achso, das ist ein Stein. Das ist ein Krebsmensch. South Park. South Park. Crab people. Talk like crab, smell like me. Look like crab, smell like people. Was ist... Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, wenn du deine Kamera in die Hand nimmst, mit R1, glaube ich, aber dann kannst du nicht mehr steuern, das Boot. Aber ich glaube, du musst in die Richtung. Ich glaube auch. Man weiß es nicht. Flussabwärts ist immer gut. Oh, ich habe jetzt die Leichen nicht aufgenommen. Egal. Du sollst keine... Achso. Keine Leichen. Ich wollte gerade sagen, du sollst die Leichen auch nicht mitnehmen. Ich dachte, aber aufnehmen mit der Kamera, ja, da hast du recht. Egal. Wir scheißen auf die Leichen. Wir müssen unsere Frau finden, die schwanger mit dem Satanas ist wahrscheinlich. Ja, genau, irgendwie sowas. Ist es links von diesen das Tote oder ist es einfach nur nasser Fels? Das ist nasser Fels, okay. Das ist nasser Fels. Schaut aus wie Gallensteine. Mm. Ein Freund von mir, dem. Da kann der Hector unsere gute Story erzählen. Nee, der kennt sie mit Nierensteinen. Nierensteine. Das war's. Ein Freund von mir, der hatte Gallensteine. Ja. Operiert worden letzte Woche und am Sonntag habe ich ihn besucht. Uiuiui. Die schauen aus wie so Steine, die du beim Depot kaufen kannst. So Ziersteine, ohne Witz. So richtig schön abglättet. Bei Hochzeiten immer so als Dekosteine auf die. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, das ist wieder Spielverlauf. Oh Gott, zu deinem Floß. Wo ist dein Floß? Wo ist dein... Achso, oder kommen wir jetzt raus aus dem... Ah, ich glaube, das ist einfach nur die Sequenz, dass wir wieder rauskommen aus dem... Paul, merk dir... Renn am besten durch. Und wie gesagt, bei dieser komischen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Agatha, diese Sensenfrau mit ihrem komischen Hammer. Mhm. Tritt ihr in die Nüsse. Tritt ihr einfach in die Nüsse. Die hat Nüsse. So, renn wie durch. War das mit dem... Ich glaube, durch irgendeinen Stick. Ah, so? Ah, da hast du das Fernmikrofon, wo du weißt, ob Leute kommen. Ja. Du hast, glaube ich, aber gerade gezoomt. Ja. Mit Steuerkreuz nach vorne. Ja, wieso? Ich wollte nur die Steuerung nochmal nachgucken. Okay, aber du glaubst, ich muss noch ein bisschen weiter zurück. Schau mich nicht an. Oder? Kannst du noch ein bisschen weiter zurück? Da, das Floß. Oh, wir müssen da rüberkommen. Ja, super. Spring bitte nicht runter. Oh. Ich will so gern springen. Schau mal, mach mal die Nachtsichtkamera an. Geronimo! Ha, verdammt. Oh fuck. Oh fuck. Ob das so eine gute Idee war? Sind wieder nichts. Ich glaube nicht. Also ich bin mir nicht ganz. Sag was das zur Hölle ist der? Ach, das sind die Viecher. Ah, oh, das Wasser. Sind diese Mistviecher im Wasser, die uns runterziehen. Krebsmenschen. Crab people. What the? Okay. Fuck! Ich glaube, du musst da unten durch. Da bin ich vorhin durch. Ja, aber dann geht's hier. Aber irgendwo, mach mal deine Nachtsicht an. Toll. Ich sehe das auch so. Ja, aber irgendwo musst du hier weiterkommen. Ich brauch nochmal die Sequenz. Genau, da, vielleicht geht's right. Entweder rechts weiter oder links vielleicht. Schau mal, kannst du... Nee? Nö, aber ich kann zurück. Okay. Ja, da kommt was. Oh, nee, das ist der Wasser. Das ist der Wasser. Ah. Was war das? Du kannst dich in den Baumstumpf verstecken. Toll. Das brauchen wir eigentlich nicht. Nö. Kein ist es auch Fetzen. Kommst du da? Da? Nee. Nee. Schau, vielleicht, wenn du da reinspringst, vielleicht kannst du rüber paddeln zum Floß, weil erst hat es ja auch funktioniert. Ja, im aber Wasser da ist ja der... Ah, das zieht uns wieder runter ins Wasser, ne? Ah ja, nee, das bringt uns nichts. Vielleicht kommst du... Schau mal, ob du da...
Nein! Na. Verdammt. Und man sieht es auch nicht, was es ist, was einen runterzieht. Aber es, glaube ich, ist irgendeine Leiche. Ja, irgendein Viech, ja. Das war doch, wo wir am See noch waren. Haben sie uns doch, haben wir doch gesehen, dass da irgendwie Viecher drin sind. Aber weißt du, das zeigt es ja schon. Ja, irgendwo muss es hier weitergehen. Schau mal, ob du rechts da entlang kannst. Ja, da kannst du entlang. Wieso haben wir es nicht gleich? Immer das Offensichtlichste. Was sind das für Geräusche? Kannst du da rüber zoomen? Tür. Ja, okay, nee, guck erstmal, was hier so passiert. Was? Därme. Lecker. Da kriegt man Lust auf Abendessen. Ah, jo. Ja, ist okay. Da kriegst du nicht den. Kann ich. Ach. Du was? Tu mal was für dein Geld. Hey! Jetzt! Hey! La 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 la. Das war knapp jetzt. Was steht hier? Love you! Love set us free. Ja, genau. Und deswegen weiden sie Menschen aus und ziehen ja, Leuten auf Streckbänke lang und ja, wollen unsere Frau mit dem nicht? Kind töten. Oh, nimm mal was zum. Aber ripped as a motherfucker. Ja, Mann. Der war im Training, du. Der war im Gym. Der hat's laufend in den Kaktus. Entschuldigung. Er ist in den Kaktus gelaufen. Ich bin in den Kaktus reingelaufen. Kaktusse sind meine Freunde. Geh weiter. Ah, ja. Geh. Du laufst. Auf dein Schiff, auf dein benutzen. Jip. Gut. Weiter, paddel. Und der Spattel. Du kriegst richtig Plattform. Ja. Jojo, das, ne? Hier das so. Was ist jetzt los? Ich hab da nichts gemacht. Ja, vielleicht darfst du nicht gegen den Rand stoßen oder. Und donk. Ich glaube, immer wenn du irgendwann dagegen kommst, passiert das aber. Mhm. Aber das ist auch eine wirklich miese Steuerung. Das habe ich letztens wieder festgestellt. Mhm. Weil unsere Speicherstände gingen ja verloren. Das heißt, ich musste bis zu diesem Punkt wieder privat spielen. Und ich bin einfach nur durchgerannt. Ja. Also ich glaube, insgesamt 2 Stunden gebraucht für das, wofür wir 19 Folgen gebraucht haben. Ich weiß nicht, ob es einfach check diese schieres. Nee, ich hab's auch nicht gecheckt. Das war der schlimmste Part überhaupt. Aber ich. Ne? Aber ich habe festgestellt, er greift immer sofort die Initiative, wenn was passiert. Mhm. Es sei denn, vor dir erscheint irgendein Gegner. Aber ansonsten, wie diese Martha, Agatha, wie sie auch immer heißt. Ja. Aber ansonsten, renn durch. Und vor der musste ich mich auch immer nur einmal verstecken, bis sie irgendwo anders war. Und dann konnte ich durchrennen. Weißt du noch diesen Wagen, den man an dieses Tor schieben musste, um drüber zu springen? Ich musste ihn nur einmal anschieben. Was ist denn los? Sie ist hinter mich gelaufen. Kann ich nicht. Und drehen dann. Da bin ich schon dabei. Da geht's weiter. Sie ist einfach nur hinter mir, an mir vorbeigelaufen, als ich mich hinter dem Zaun versteckt habe. Und dann habe ich gewartet, bis sie wieder fast auf meiner Seite war, hingelaufen. Wagen geschoben, drüber gesprungen, fertig. Wir haben, glaube ich, 5-6 Ansätze gebraucht das letzte Mal. Mhm. Ah! Diese Affengesichter, du. Oh, oh. Es geht wieder mit dem Wildwasser-Rafting. Ghostbuster-Rafting. Strandstadt. Ey! Die schmeißen das Steine. Das ist wie ein Autorennspiel, wenn man zu. Oh, ach so. Ja, aber die haben mit Steinen geschmissen. Aber wir sind wieder beim Speichern. Wieso hat es das jetzt gebraucht, um zu speichern? Es ist nichts passiert. Doch. Hätten wir vielleicht noch weiterschauen können, oder? Uns fehlt aber ein. Ich habe einen Balken verloren jetzt. Es ist so unsexy. Paul hat einen Ständer verloren. Jeder Leprakranker. Immer. Was?
geil, diese Steuerung. Mhm. Ich weiß nicht, was ich tue gerade. Hey, warte, wenn du jetzt in dieser Folge einfach nur 15 Minuten lang paddelst und ich dann wieder bei der Action ein, aber okay, eigentlich habe ich es verdient, weil in der ersten Folge ist nichts passiert. Das ist immer, ich fange immer an, es passiert nichts. Und ab der zweiten Folge, wenn du dran bist, dann geht es immer rund wie Sau. Ja. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur das Karma. Eh war es nicht. Jetzt hat mich bald rechts rauf. Nicht zu dem. Oh. Nee. Ah! Okay. Ich kann nichts machen. Zu dem, einfach gerade ausfüllen. Ich kann nichts machen. Gerade auf meine. Ich versuch's ja. Vielleicht verfolgen die uns. Ah! Das tun sie auf jeden Fall. Was ist das denn? Ja. Aber es hat gespeichert. Oh Gott. Was zur Hölle? Wo bin ich denn? Mach mal die Nachtsicht an. Kannst du die? Oh Gott. Boah, bist du eklig. Aber Baby. Was zum Teufel? Ich habe jetzt nichts gesehen. Mhm. Okay, renn von ihm weg. Einfach von ihm weg. Warum bin ich? Oh ja. Okay, jetzt umdrehen. Jetzt die Wiese umdrehen und dann einfach davon schwimmen, mhm. Weil. Ah, der hat immer solche. Wieder so Flashbacks. So Flashbacks, wie er in seiner Highschool ist, ja. Okay. Und ich glaube auch immer noch, wir haben irgendeine umgebracht oder sind einem Tod für irgend so ein Mädel verantwortlich. Wie lang ist denn das? Eine gewisse Distanz. Mindestens 80 Meter. Jetzt, lauf! Und jetzt, oh ja, super, erzähl mal das. Alter, leck mich doch. Du ja, blöder Exit, ne? Wichser. God damn it. Nö, ich schau jetzt erstmal ins Flausch. Schau mal, was da drin ist. Da ist auch ein Exit. Hallo? Vielleicht find. Hallo? Oh Gott. Warum? Ja. Ne? Ich dusche mal kurz, um mich sauber zu machen, ne? Okay. Mama. Du bist auch nicht direkt sauber. Kannst du doch. Das ist. Ja. Wenn Öffnen dran steht, geh durch. Ich will. Na. Soll ich wieder ins Wasser springen? Na, ja, unbedingt. Das hat uns gerade so viel gebracht, im Wasser zu sein. Ja, ja wie? Klar. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Ich vergesse jedes Mal, dass ich. Also, ich kriege jedes Mal so eine leichte Gänsehaut, wenn ich denke so, oh fuck, ich muss mich jetzt umdrehen. Und immer in diesem Flashback wackelt die Kamera immer so scheiße. Mhm. Wo ist denn das? Der Männerumkleide. Geh einfach. Ach, wirklich? Oh. Okay. Ich will nicht nochmal ins Wasser. Wir müssen nochmal ins Wasser. Schau nochmal in die Frauen. Nee, ich glaub, dann auf. Schau mal, ob du. Ich glaub, wir müssen da. Kannst du auf diesen. Wie nennt sich das? Ausguck. Ausguck. Nochmal ins Frauenklo. Da müssen wir ins Frauenklo. Hier muss es irgendwas geben in irgendwelchen Spins oder in. Wir können uns auf jeden Fall in einem Spind verstecken. Was uns nicht viel bringt. Aber. Ja, ich glaube, wir müssen einfach nur Toilettentüren öffnen. Ich glaube, wir müssen die öffnen. Bist du sicher? Hallo? Oh Gott. Hallo. Das war mal ein Riesenschiss. Oh, blockiert. Ah! Oh Gott. Ah, ich hasse es. Auf zum anderen Exit. Auf jeden, Alter. Ich hab keine Ahnung, ob da was. Nee, lauf weiter. Ich will nicht wissen, ob hinter uns was ist. Ich glaube, wir müssen wieder da rein. Alter. Oh! Das haben wir noch gar nicht gesehen. War das vorher da oder haben wir es einfach nur übersehen? Wir haben es übersehen. Sicher. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, wir sind schuld an dem Tod irgendeines Opfers hier. Oh Mann. Ey. Aber wie es da weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Oh okay, Mann! Ich bin der Mo. Ich bin der Paul. Und mach's gut. Für dich. Tschüss.